Hallo Leute und willkommen zum Let's Play von Planet Centauri, einem Spiel, das ich schon seitdem es auf Steam erhältlich war, ja, einfach mal kaufen wollte. Und jetzt habe ich es endlich gekauft, weil es halt einfach mit 15 Euro mir persönlich noch ein bisschen zu teuer ist, aber ja, ich habe es einfach gekauft und der Rest vom Geld einfach dem Entwickler gegeben, weil es ja so durchgeentwickelt wird. Das ist einfach toll. So, wir machen einen Krokter. Ja, es gibt relativ wenig Fissur. Oh Gott. Ja gut, ich bin, glaube ich, ja, ein bisschen enttäuscht, aber ja, okay. Mouth. Das Mouth machen wir so. Wir grinsen. Aha. Okay. Ja, danke schön. Die Augen machen wir rot. So. Gut. Validate. Normal, normal easy. Machen wir mal auf easy, bis ich da mal ein bisschen drin bin. Hardcore disabled, enabled, disabled. Machen wir disabled. Breathing. Was? No monsters, infinite blocks and decorations. Ah, decorations. Level 3 monsters minimum. Only rarest monsters. Was, es gibt rare Monster? Okay. Reckless. Only level 7 monsters. You have 1 HP monsters also. Dann machen wir Standard. Validate. New World. Name nennen wir Ös. Dragonia. So. Aha. Ja gut, da haben wir ein paar Monster. Bitte, sorry, aber das Spiel geht nicht leise. Ich habe nichts gefunden. Ja, explodiert. Ja, genau. Ich dachte schon, du explodierst doch. Aua. Dankeschön. Oh, endlich geht's. Okay, wir machen keinen Ton. Ja gut, wenn du nur so laut sein willst. Es tut mir leid, aber ich kann das Headset auch nicht leise stellen, also tut mir leid, wenn es ein bisschen zu laut ist, aber es sollte bei euch eigentlich nicht so laut sein. V-Sync mache ich aus, Fullscreen, Fullscreen Zoom. Window Size, Custom, Window Zoom, Shadows Interpolation. Shadows Position. Machen wir 3. Background. Fixed Shadow Bug. Okay. Naja. Sieht nicht so schön aus, aber... Tja. Gut. So. Ja, also. Ja, gut. Fangen wir mal an. Aha. Man kann alles einsammeln. Gut. Controls. Audio. Game. Invert Action. Deck die Auto-Switch. Ja, machen wir mal an. Ah, jetzt habe ich es ausgemacht. Ja, jetzt switcht es auch nicht mehr so. Und jetzt? Okay, das ist ein Stein einsammeln. Was ist das? Wir haben 0. Okay. Scheiße. Oh mein Gott. Es kommt viel auf uns zu. Oh, ein Triforce. Triflower, ja genau.
RK to talk. Willkommen, junger Erdling. Du bist zu einer sehr dunklen Zeit in der Geschichte dieses Planeten angekommen. Du hast wahrscheinlich viele Fragen, aber diese werden warten müssen, weil es wichtig für uns beide ist, dass ich dir zeige, wie du in dieser feindlichen Umgebung überlebst. Quests in progress completed. Truhe, heb die Spitzhacke und jag sie der Truhe auf. Werkzeuge zu benutzen wird absolut notwendig sein, um Ressourcen zu sammeln. Du wirst diese benötigen, um Gegenstände zu erstellen, die dir helfen werden, zu überleben. Heb die Spitzhacke und die Axt in der Truhe vor dir auf. Gut. Danke, kann ich die wieder reintun? So. Werkzeuge zu benutzen wird absolut notwendig sein, um Ressourcen zu sammeln. Du wirst diese benötigen, um Gegenstände zu erstellen, die dir helfen werden zu überleben. Hebe die Spitzhacke und die Axt in der Truhe vor dir auf. Ja, ich hab sie... Okay. Aha. Hey, what's? Ich hab's doch aufgesammelt. Was ist denn so verbuggt? Aha, Gut, danke schön. Endlich hab ich das auch gecheckt. Okay, seht ihr, das Spiel hat noch seine Tücken. Ja, und jetzt? In progress completed. Ja, und jetzt? Free. Auto. Free. Mach ich free. Und jetzt, was muss ich jetzt machen? Save. Oh. Ich muss irgendwas machen. Jetzt habe ich keine Symbole mehr. Ja, bitte, ich möchte jetzt weiter. Aha. Hey, Hühner, bleib da. Wieso hauen die ab? Komisch. Das Spiel erklärt mir nicht, was ich machen soll. Ja, okay. Oh. Das brennt. Und jetzt? Title Screen. Changen wir das, ne? Hören wir auf mit dem Spiel. Manual Mode. Automatic Mode. Ja, ich habe jetzt aber ein Inventar und kann damit nicht machen. Was kann ich denn machen? Ich kann nicht mal etwas... Ich kann es sortieren. Ist das Inventar unendlich? Reis. Guten Plattform. Was soll ich jetzt genau machen? Ah, da kann man craften. Komisch. Das ist meine Workbench, das weiß ich. Gut. Ein Schwert. Ein Bogen, Bumerang. Ein Bogen. Eine Axt haben wir. Eine Wooden Spade. Eine Spade. Eine Spade. Eine Torch. Aha. Was muss ich jetzt machen? Hallo, ich will eine Quest haben. In progress. Kann ich jetzt keine Quest mehr machen? Ach, hey. Yes! Ich bin der Oberbaro.
Gut. Oh, da ist weg. Oh, das kann man schaden. LOL, das kann man schaden. Ha, ich bin der Oberpro. Ich liebe das Spiel schon jetzt. Sehr gut. Noch ein Triforce. Was sind das? Ah, Wisp steht ja. Yes! Ich bin sowas von cool. Yes! Ich bin der Stärkste. Yeah! Ha! Ich bin unbesiegbar. Ich bin der beste Pokémon-Trainer. Ich kann so gut sein und ihr nicht. Ja gut, danke schön. Was haben wir sonst noch? Eine Chicken Mango. Ein Chicken Mango, ein Stone Age Workbench. Aha. Papier. Was haben wir sonst noch? String, Straw. Ja, dann machen wir noch. Ja, brauchen wir Tische und Stühle wie bei Terraria? Ich weiß nicht. Ein Schrank. Ja gut, jetzt haben wir so viele Sachen und können nichts machen. Ein Middle-Ages Bett. Ha! Gut. Bauen wir das ab. Machen wir da mal ein bisschen etwas weg. So. Ah, das kann man so weg. Jetzt dachte ich, ich kann die nur normal wegmachen. Gut. Jetzt kann man einfach wegmachen. Ja, kann man ja im Real Life auch einfach wegmachen. So, niemand hat's gesehen. Ja gut. Dann machen wir mal ein bisschen hier die Erde weg. So. Jetzt müssen wir nur noch die Dinge haben. Ja, was ist jetzt los? Ich will gerne das bauen. Ja, ist jetzt der erste Part ist voller Wunder und schlechte Sachen. Ah! Sagte mir doch das früher. Ich werde auch irgendwann mal besser. Prima, schön. So. Was kann man mit der Spitzhacke kaputt machen? Ja, wie bei Terraria. Wieso kann ich diese Türen nie so platzieren nach Terraria? Es ist genau. Die machen einfach alles Terraria nach und dann machen sie es falsch. Gut. Ja. Was war denn das? Ich weiß nicht, wie man Türen Inventar aufmacht. Ich weiß nicht, wie man. Ey, was ist denn los? Bett, hilf mir mal. Ich kann... So. Ich kann das einfach nicht machen. Ja gut. Muss ich wieder rausdrücken. So. Sagen wir mal das schon. Das muss ich dann oben hin tun. Jetzt muss ich das wieder hin tun. Machen wir mal eine Fackel hin. Ich habe gesagt Fackel hin. Dankeschön. So, machen wir das einmal richtig. Jetzt muss ich die Fackel nur noch anmachen.
Ja gut. Wie macht man jetzt die Fackeln an? Da kann mir mal jemand sagen, wie das Spiel geht. Ich komme nicht weiter. Mano. Wieso brennen Fackeln nicht? Ich bekomme dich noch. Gestern oder heute oder übermorgen. Aber ich bekomme dich. Ha! Yes! Ich bin der Beste. Jetzt will ich nur noch wissen, wie man vom Monster jagt und irgendwas macht. Ha! Ich bin der Beste. Ich jage alles. Ja gut, dann tun wir mal hier ein bisschen abbauen. Ich bekomme langsam das Spiel unter Begriff, hä? Ja, ja. Leak! Ha, Leak ist, glaube ich, Lauch, oder? Ich weiß gar nicht. Bin ich nicht gut? Was ist das? Das 10, oder? Wie macht man Licht? Aha. Gut. Ja, es ist ein Glowing-Stink, aber ich kann es nicht anziehen. Ich sehe nichts. Man rutscht hier runter. Nein, was ist das? Scheiße. Ich sterbe noch. Ich weiß, dass ich sterben werde. Ich werde sterben. Das sind Zombies oder so. Gott, danke. Ich überlebe das Spiel nicht. Ich werde tiefst in tiefer Trauer versinken, wenn ich sterbe. Wie wäre es mal einfach mit Platzieren? Spiel ist einfach kaputt. Das ist noch nicht weit entwickelt, scheinbar. Igitt, er kotzt mich an! Ich werde sowas von sterben. Ich werde das Spiel nie schaffen. Das Spiel wird mich kaputt machen. Was ist denn das? Beat! Sunlotus. Ei, da ist ja das Erz. Endlich hab's. Ich habe es. Ich bin der glücklichste Spieler der Erde. Ja, eindeutig. So. Ja, ich fühle mich gerade ein bisschen verarscht von diesem Spiel. Aber gut. Kann ja passieren. So, kann ich jetzt endlich auch mal die Fackel anzünden? Nun gut. Was ist denn das? Ach Gottchen, ey. Lass mich doch einfach irgendwas platzieren. Was ist denn so schwer, du blödes Game? Ich werde verarscht. Ich werde einfach verarscht. Wie groß ist das Bett? Ja gut, das Spiel hat eine Macke. Das Spiel hat einfach eine fette Macke. Kann doch nicht so... Was ist denn das? Darf mir das jemand mal sagen? Ich mach mal Fackeln rein. Das ist keine Fackel, leuchtet aber fast genauso stark. Sagt mir das auch endlich mal jemand. Improvisierende Holzhacke. Ein Futtertrog für die Hühner, ja, das weiß ich langsam.
Ja, und du bringst mir mal Reis. Gut. C. F. Ja, aber... Was ist denn Korn? Das ist Korn. Leak. Wie kann ich jetzt zusammenpflanzen? Ja, sicher mit einer Hoe. Aber... Da muss ich natürlich wieder craften. Eieieiei. Was ist denn das? Ich in Monster verwandeln? Ja, haltet doch die Klappe, ihr blöden Entwickler. Ich glaube, ich habe schon genug für so von dem Spiel. Ein Schild nach unten, nach oben, nach rechts, ja. Ein Barrel, das brauche ich. Zum Lagern von Güter. Ja. Und was wollt ihr noch? Ich will doch einfach eine Home machen. Was ist denn so schwer da? Eine Säge. Okay, nur Dekoration. Aha. Wieso hat das, das Spiel nicht mal Balken zum nach oben oder unten switchen? Ich bin langsam richtig verarscht. Ich werde von Games verarscht. Stellt euch das mal vor. Das ist ja schrecklich. Ein Zombie-Ball. Ja, den will ich herstellen. Okay, und sonst? Eine Blockmaker. Rohmaterial in Blöcke, ja. Gott, oh Gott, oh, ich hätte das niemals am Abend machen sollen. Endlich habe ich mal Fackeln. Jetzt bin ich der glücklichste Mensch auf Erden. So, und was habe ich noch? Wo habe ich denn die Hose gefunden? Ich habe doch irgendwo die Hose gefunden. Aha. Ich mache gleich mal Bronzebahn. Und... Glas kann ich auch machen. Wo findet man Sand? Ich will Sand haben. Bronze-Mehl. Yay, ich kann endlich mal meine Gegenstände nicht gleich abbauen, wenn ich es bekomme. So, und jetzt muss ich noch hier haben eine Bronze-Pickaxe. Ja, endlich mal etwas Besseres. Also, wo habe ich jetzt die Hacke? Ich habe Wisp da, ein Buch brauche ich noch. Ich brauche ein Buch. Leder braucht man dafür, okay. Pergament. Papier, so viel Papier brauche ich. Wie bekommt man jetzt eine... Ah, ich weiß wie. Da. Sag mir doch jemand. Verdammt nochmal. Ey, ich will immer I drücken. So will ich immer I drücken. Darf ich jetzt auch mal den richtigen, die richtige Taste finden? Nein, weißt du, das Spiel verarscht mich. Dankeschön, ich möchte das einfach mal ein bisschen let's playen, ohne dass ich die ganze Zeit auf die Taste schauen muss. Ich glaube, ich passe mir das noch an, aber gestern dann. Sicher nicht heute. So, jetzt machen wir doch noch ein Fass. Hä? Ja toll, jetzt finde ich das Fass nicht. Da. Wie fett ist denn das?
Man kann nicht mal etwas drin lagern. Das Spiel verarscht mich. Verdammt nochmal, dieses Spiel verarscht mich. Okay, somit habt ihr den ersten Part von einem gesehen und ich werde jetzt das Spiel nicht mehr let's playen. Naja, der zweite Part kommt morgen oder übermorgen, gell? Aber ich habe genug. Ich habe genug von diesem Spiel. Es verarscht mich. Es verarscht mich. Es verarscht mich. Jetzt gehen wir mal nach Hühnerkuh schauen. Nach Hühner schauen, verdammt nochmal. Meine Ablenkung ist wieder zu groß. Hallo. Das Spiel verarscht mich. Also wahrscheinlich muss man hier diese hin tun und da diese. Ja gut. Ich bin noch nicht fertig mit dem Spiel. Ich muss es zuerst verstehen. Also machen wir mal kurz noch hier drüben. Mal so. Und jetzt muss ich F drücken und irgendwas setzen. Tree Seeds. Ja, sag doch das jemanden. Wieso sagt mir das niemand? Gut. Ja toll, jetzt habe ich verschwendet. Dankeschön. Wenn ich jetzt hier drauf drücke, habe ich immer noch keine Quest. Ja. Was muss ich jetzt genau machen? Dann nehme ich mal alles aus der Truhe. Vielleicht geht's ja weiter. Ich hab die Truhe... Ach so! Was ist denn das? Ist das ein Nameboss? Okay. Vielleicht nehme ich einfach alles auf. So. Und die Truhe vernichte ich jetzt. Ich will es vernichten. Gut. Korn sieht... Ah, okay, ich habe es wieder aufgesammelt. Ja, und jetzt? Ja, und jetzt? Ja, gut. Ja, danke schön, Spiel, dass du dich einfach in Luft aufgelöst hast. Ja, ich bedanke mich fürs Schauen. Bis zum nächsten Part, euer Drago Basler. Tschüss. Also momentan bin ich noch zufrieden, aber ich hoffe, es wird noch so weitergehen. Tschüss.